Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Thief. Und hier gibt es echt nichts außer Wurfgegenstände oder was. Der könnte doch eigentlich mal schauen, ob diese Spirituosen von den ganzen Alkoholikern was wert sind. Wenn die alle so viel Alk trinken, dann kann man das bestimmt veräußern, oder? Wollen die mir echt erzählen, ich bin jetzt hier umsonst rein? Gibt's echt gar nichts, ne? Krass. Oh. Oh. Das war so nicht geplant. Ich habe eigentlich gedacht... Scheiße. Ist da gerade irgendein Karo rumgeschlichen? Gib auf! Oh nein, oh nein. Wie dumm, wie dumm, wie dumm. Schnell hier reingehen. Alarmzustand. Naja, da sieht mir jetzt aber nicht mehr, oder? Okay, sehr schön. Alarmzustand ist weg. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich da nicht rüberspringen kann. Ich meine, es war ja komplett sinnlos, oder? Da nicht rüberspringen zu dürfen, zu können. Ah, wir gehen wieder in eine andere... in einen anderen Bereich des Spiels. Wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall sind wir irgendwo, wo es gar nichts... Ach, hier waren wir doch schon. Hier waren wir doch schon. Oder? Da drüben hängt das Seil, ne? Ja. Verdammt. Dass es aber auch alles so sehr miteinander verbunden sein muss. Das kann ich natürlich nicht ahnen. Aber wenn das so ist, dann war ich doch auf Garantie auch schon in dem Fenster da drüben drin, oder? Da ich mir aber nicht sicher bin, schaue ich lieber nochmal rein. Ja, hier waren wir schon. Ach, verdammt. Das ist hier diese Straße, wo halt die ganzen Fenster waren. Aber ich möchte natürlich trotzdem auf den Dächern bleiben, damit mich die Wachen nicht sehen. Das heißt, ich werde jetzt trotzdem hier lang gehen. Weil da nähern wir uns ja unserem Ziel. Was ja schon mal ganz gut ist, denke ich. Hier waren wir logischerweise dann auch schon. Wir bräuchten echt irgendwie so einen dicken, fetten Filzstift oder irgendwas zum Sprühen. Dass wir uns die Sachen markieren können. Okay, hier waren wir komischerweise noch nicht drin. Sind jetzt zwar auch nicht die absoluten mega... Schätze, die wir hier finden, aber besser als nichts. Auch wieder ein Angler versteckt, wie es aussieht. Da stand schon wieder eine Angel. Aber okay, wenn wir hier noch nicht drin waren, dann waren wir vielleicht auch hier noch nicht drin. Deswegen gucken wir dann doch lieber nochmal nach. Ach, dann wechseln wir wieder mal. Ach, mein Gott. Hier waren wir schon, oder? Glaube schon. Ja, hier waren wir schon mal. Wie man sieht, es ist echt nicht so einfach, sich zu merken, wo man schon war. Ohne Markierungen. Ein scharlachrotes Kreuz möchte ich auf diesen Fenstern haben. Oder er hat doch bestimmt ein Messer mit. Er kann sich doch irgendwas reinritzen. So ein G für Garrett. In das Holz. Wie man sieht, das Spiel scheint schon wieder zu lange zu laufen. Ich muss wohl neu starten. Vor der nächsten Aufnahme, weil das schon wieder leicht laggt. Naja, was soll's. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Das heißt, wir müssen leider doch wieder zurückgehen. Das ist ein bisschen blöd. Hm, ich habe eigentlich gehofft, dass ich hier über die Straßen gehen kann. Okay. Ich weiß zwar nicht, ob das eine Wache ist. Ich werde einfach mal warten, bis der Stück weg ist und dann... So. Okay. Und jetzt einfach schnell... Ah! Schnell das noch eingesammelt und dann schnell... Ah! Hier können wir auch noch was einsammeln. Einen Schwertfisch, einen toten, modernden, stinkenden Schwertfisch. Den nehmen wir nicht mit. Die
Die Frage ist, ob wir uns überhaupt das Geld mitnehmen sollten. Vielleicht hängt daran schon Tod und Krankheit. Und wir haben uns gerade angesteckt. Ich hoffe mal nicht. Ein silberner Bilderrahmen. Gelbe Kerzen. Sonst gibt's nichts. Gab's hier. Der Hunger wird schlimmer. Ich habe 6 Mäuler zu stopfen. Mit einem Apfel. Mach nicht denselben Fehler wie Ruger. Was hat er jetzt wieder gemacht? Brot gestohlen. Die Schwarzkittel haben ihn aufgeknüpft, bevor es hinten wieder rauskam. Ich will ja nichts sagen, aber hier ist ein Schwertfisch. Und wenn man den nicht hätte, da... Ich meine, Schwertfisch, total teurer Fisch, riesengroß, mehrere Kilo schwer. Das ist so viel Essen. Die haben Hunger, lassen aber in ihrem Hof oder was auch immer das ist da hinten, lassen sie aber erstmal schön einen riesengroßen, kiloschweren Fisch vergammeln. Ihr habt alles richtig gemacht. Warum liegt denn da eine Schere rum? Naja, egal. Gut, wir nähern uns unserem Ziel. Wir sind wahrscheinlich auch gleich da. Deswegen schauen wir erstmal, was es hier noch so gibt. Wer schleicht da herum? Was? Die können mich hier oben sogar sehen? Wieso das denn? Spenster. Ich muss mit dem Mond aufhören. Na gut. Da war es wahrscheinlich einfach zu hell und der Balken war nicht weit genug über den anderen drüber. Das war das Problem. Wer ist denn bitte in so einer verlausten Bude? Wer ist denn da bitte schön mit Goldbesteck? So weit kommt's noch, oder was? Das müssen wir ihnen natürlich entwenden. Da liegen aber auch überall Sachen auf dem Boden rum, sehe ich gerade. So, hier ist es wieder etwas hell. Das ist nicht so geil. Aber hier oben war ich halt überall noch nicht. Deswegen würde ich ja schon gerne mal rein. Und da haben wir eine silberne Teetasse, einen silbernen Kerzenhalter. Kerzen. Eine silberne Teetasse. Da scheint jemand gern Tee zu trinken. Eine silberne Untertasse. Eine silberne Untertasse. Warum standen denn diese silbernen Tassen nicht auf ihren silbernen Untertellern? Das wäre doch viel logischer gewesen. Wir entfernen uns zwar gerade wieder extrem unserem Ziel, aber wie man sieht, es lohnt sich. Okay. Ja, ich kann sogar so weit springen. Ah, und wie man sieht, da wohnt der reiche Bruder, denn er hat goldene Teetassen und goldene Untertassen. Aber er hat die gleichen Kerzen. Das sind aber schon teilweise sehr merkwürdige Räume, ne? Und da ist Gold drin. Wer wohnt denn hier? Was ist denn das für merkwürdige Räume? So, hier geht's nicht weiter, oder? Nein. So, komme ich hier rüber? Ja. So, ich denke, dann haben wir es auch geschafft hier in die Richtung. Da dürfte es dann eigentlich kein weiteres Fenster mehr geben, wenn ich das richtig mitbekommen habe. 1715. Wenn es so weitergeht, kommen wir halt echt auf 2000 noch. In diesem Kapitel, in der Mission. So, ich glaube, das war's. Und es scheint extrem viele Fischer zu geben in der Stadt. Auch das hat wieder einem Fischer gehört. Na, jetzt geht's hier nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir zwar den ganzen Weg wieder zurückgehen, aber... Ich denke, es hat sich gelohnt. War ja schon einige Sachen. Scheiße. Scheiße. Da konnten wir leider nicht mehr so zurück, wie ich das gehofft habe. Scheiße. Scheiße. Also hier oben sind wir auf jeden Fall mal angegangen und sind da auch irgendwie unserem Ziel näher gekommen. Deswegen gehen wir da einfach nochmal weiter. Ich glaube, dass... Ist keine schlechte Idee. Da sind wir, glaube ich, schon mal gewesen. Ja, hier sind wir schon mal lang gegangen. Und jetzt sind wir ja eigentlich auch fast da. Also zumindest was die Zahl da angeht. Die ist ja schon ziemlich klein. So, und jetzt bin ich nämlich nach rechts gegangen und muss hier einfach nur geradeaus. Versteck mich! Ich habe Berthas Blumenbrosche zu Oxford Perry gebracht. Was? Warum? Das ist nicht das Schlimmste. Ich wollte unterwegs in einer Gasse pinkeln und da ist mir das Ding in die Kanalisation gefallen. Du solltest beten, dass dich die Schwermut früher erwischt als Bertha. Fuck. Das ist hier alles so hell. Ich habe ein bisschen Angst.
dass mich hier jemand sieht, der mich nicht sehen sollte, wie der Typ, der da gerade mit der Fackel kommt. Aber als großartiger Meisterdieb habe ich mich natürlich direkt wieder versteckt. Im Schatten. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Glitzerndes, Glänzendes, Tolles? Ah! Ich bin einfach... Das ist einfach der Instinkt, der mir innewohnt. Das ist der Instinkt eines Diebes. Und schon finde ich wieder ein neues Versteck, auch wenn auch hier wieder echt wenig drin lag. Auch da war wieder ein gammelnder Schwertfisch. Scheiße, er kommt wieder. Man muss jetzt echt warten, oder was? Also das war es nicht wert. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt weggeht. Vielleicht kann ich den Moment nutzen. Der Eingang des Hauses der Blüten muss hier irgendwo sein. Ja, ja, ja. Wir können aber hier hoch. Das ist doch erstmal ein Indiz dafür, dass wir hier vielleicht wertvolle Sachen haben. Und deswegen gehen wir da auch erstmal lang. Ich weiß jetzt, wo das Haus der das Haus der Blüten ist. Das reicht dann ja. Auch hier wieder eine sehr, sehr interessante Wohnung. Viel Spaß beim Schlafen neben einer Milchkanne und anderem Gerümpel. Hier war ich aber noch nicht. Wieso kann ich das nicht benutzen? Was muss ich da machen? Muss ich dagegen schießen? Kann das sein? Ist das so ein Ding für einen Bolzen irgendwas? Probier's mal aus. So, ich glaube, die 1 brauchen wir da. Ja, aber ich war auch halt direkt da, ne? Also ich hätte es ja auch mit der Hand machen können, aber ist schon okay. Scheiße. Was war das gerade? Wollte einfach nur darüber springen, logischerweise. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt sterbe, wollte ich gerade sagen, dann muss ich ja alles nochmal machen und es ist ziemlich viel. Ja, das ist cool. Das hat sich gelohnt, jetzt die Leiter runterzulassen und darüber zu springen, weil ich habe jetzt echt super viele Sachen, die ich eingesammelt habe und das waren jetzt auch nicht die geilsten Wege, würde ich mal behaupten. So. Hier drin war ich schon, das habe ich ja erst gemacht und dann bin ich da hingegangen. Jetzt muss ich halt echt so dermaßen weit zurück. Und ich habe so viele Sachen jetzt noch nicht eingesammelt, glaube ich. Schauen wir mal. Ich glaube, ich bin hier runtergesprungen. Und dann in die Richtung. Ja. Oh, er kennt mich. Ich kann einfach nichts liegen lassen. Ich muss jetzt alles wieder einsammeln. So. Einzige Vorteil ist, ich weiß jetzt ungefähr, wo die Sachen liegen und bin jetzt halt schneller. Aber das war's dann auch schon. Okay. Von da bin ich gekommen. War ich hier oben schon? Nein. Aber die Schere hatte ich auch das letzte Mal eingesammelt. Also, ich lasse ja nichts liegen. So, dann muss ich hier lang. Und jetzt kommt halt echt die Phase, wo ich jetzt hier lang kriechen muss. So. Okay. Jetzt sind wir in dieser merkwürdigen Wohnung, wo jemand mit Goldbesteck ist. Zack. Sind auf jeden Fall über 1700 gekommen. Was unser Geld angeht. Das wäre also einfach mal ein Anhaltspunkt, ob ich wirklich alles wieder einsammle. Was ich auch vorher eingesammelt habe, bevor ich da runtergefallen bin. Okay, Bruder Nummer 1 mit seinem Silberbesteck. Okay.
Okay, das war's. Jetzt gehen wir zu Bruder Nummer 2, der Goldbesteck hat. Ah, jetzt muss ich wieder darüber springen. Ich hatte schon das letzte Mal Angst, runterzufallen. So, und da haben wir das wertvollere Gold. Wir sind zumindest fast bei 1700. So. Ja, dann sind wir zumindest relativ schnell hier durchgekommen, würde ich sagen. Und fast wieder an dem Punkt, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Ich werde logischerweise nochmal versuchen, darüber zu springen und hoffe, dass es diesmal klappt. Ohne, dass ich sterbe. Hallo? So. Oh, nicht ganz so schnell, Freund. Oh. Er hat nicht gemerkt oder gehört, dass ich den Eimer runtergehauen habe. Ich könnte ihn sogar K.O. schlagen, aber das will ich logischerweise nicht. Das bringt mir relativ wenig. Ich glaube, das letzte Mal bin ich den Weg nicht zurückgegangen, aber... Why not? Versteck mich! Ich habe Berthas Blumenbrosche zu Oxford Perry gebracht. Was? Warum? Das ist nicht das Schlimmste. Ich wollte unterwegs in einer Gasse pinkeln und da ist mir das Ding in die Kanalisation gefallen. Du solltest beten, dass dich die Schwermut früher erwischt als Bertha. Ja, kommt mal nicht hierher. Die waren doch vorhin auch nicht da, die Typen. Es ist aber irgendwie schwerer als vorher. Was ist denn hier los? Geht heute jemand spazieren? Nichts, hä? Schade. Ich glaube, hier war ich das letzte Mal nicht. Und deswegen haben wir jetzt gerade eben sogar noch einen Bonus eingesammelt. Aber ich bin eigentlich nur hierher gegangen, weil... hier hässliche Wachen waren, die... Bock hatten, mich zu sehen. Darauf habe ich logischerweise keinen Bock. Scheiße, Mann. Wie verdammt knapp das hier alles ist. Okay, hier war zwar nicht viel drin, aber wie gesagt, wir sammeln alles ein. Und es kommt ja auch so ein krasser Sound hier von wegen, oh geil, Garrett, du Meister, du hast tatsächlich hier... Versteck gefunden mit 10 Gold drin. Oh, er kommt schon wieder. Na gut, dann warten wir hier. Wie gesagt, ich will hier nichts Riskantes mehr machen. Ich habe keinen Bock, dann wegrennen zu müssen. So. Oh fuck, oh fuck. Der Eingang des Hauses. Mein Gott, war das knapp. Irgendwo sein. So, wir müssen dann darüber, deswegen gehen wir wieder hier hoch. Ah, komm, Baby, ich nicht nochmal, ich darf nicht wieder sterben, ey. Ich habe auch keine Nahrung mehr, sehe ich gerade. Fuck. Komm, Garrett, du schaffst das diesmal. Spring jetzt rüber. Und zuerst... Komm echt nicht rüber. Wie, hä? Wieso denn? Wie soll ich denn da hin? Von da oben? Also, wir kommen nicht rüber. Er geht nicht rüber. Macht er nicht. Na gut. Da ich hier nicht runter möchte, gehen wir eben doch weiter im Text. Oben war nichts mehr, nein. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das... Ich muss hier lang, oder? In diesem Bordellchen aussieht.
Ich habe das blöde Gefühl, ich habe mich gerade verlaufen. Wo bin ich denn jetzt? Der Hunger wird schlimmer. Ich habe 6 Mäuler zu stopfen. Mit einem Apfel. Muss ich? Mach nicht denselben Fehler wie Ruger. Was hat er jetzt wieder gemacht? Brot gestohlen. Die Schwarzkittel haben ihn aufgeknüpft, bevor es hinten wieder rauskam. Hä, war ich hier? Nee, war ich noch nicht, oder? Bin gerade verwirrt. Wo bin ich denn? Oh. Hier bin ich also, okay, okay, okay. Kommt schon, Mädels. 10 Minuten. Mehr will ich nicht. Ihr steht im Haus der Blüten auf der schwarzen Liste, Lord. Du bist gar kein Lord mehr, stimmt's? Schwarze Liste? Wie lange? Bis du wieder Geld hast, Edmund. Also für den Rest deines Lebens. Aber du findest sicher eine billige Hure in den Gassen, die dein Verhalten erträgt. Du genießt das viel zu sehr, Mädchen. Nein, Edmund. Gerade im richtigen Maße. Wer hat mich denn hier bitteschön wie gesehen? Hä? Hier kann man mich doch gar nicht sehen. Ich gehe jetzt extra langsam, nicht, dass mich hier noch jemand hören kann, aber ich verstehe es echt gerade gar nicht, weil ich erstens nicht wusste, dass hier irgendwo jemand ist und zweitens, what the fuck? Wie komme ich denn hier wieder hoch? Ich glaube da drüben, aber ich habe Angst. Ist der Typ noch da? Nee, ich glaube gerade nicht. Dann schnell nach oben. Ah, hier können wir sogar ein Schloss knacken. Scheint mir niemand zu sein, also knacken wir das mal schnell. So, ist es schwer oder einfach? Es ist einfach. Oder mittelschwer mit 4. Zack. Und zack, und da ist das letzte. Ja, war gar nicht so schwer. Ich meine, für Meister Deep Garrett ist sowieso nichts schwer. So, ich würde nach der Aufnahme hier gerne ganz aufhören. Das geht aber logischerweise erst, wenn wir hier gespeichert haben. Deswegen werde ich die Aufnahme jetzt so lang machen, bis wir speichern konnten. Das ist also ein kleiner Bonbon, ein kleiner Bonus für euch. Extra lange Aufnahme. Je nachdem, wann jetzt hier das nächste Mal gespeichert wird. Aber hier geht es eh nicht mehr weiter. Sicher auch mal wieder gelohnt hier. Ich komme von hier aus gar nicht darüber, sehe ich gerade. Oder irre ich mich? Nein, oder? Wir haben hier auch... Ah, hier ist das... Ah, okay. Sag mir das auch gleich. Dann haben wir es ja gleich geschafft. Hier wird genächtigt und getrunken. Hier wird gar nichts gemacht. Ah, und jetzt wird wahrscheinlich gleich gespeichert werden. Deswegen wird es das gleich gewesen sein. Schmutzige Geheimnisse, Kapitel 3. Jupp. Ich habe den Ring, den Basso wollte, direkt vom Finger des Diebesfängers General selbst gestohlen. Diesen Spürhund des Barons. Aber das bringt mir keine Antworten. Erst erzählt mir Basso, dass ich ein ganzes Jahr nicht in der Stadt war. Und dann sagt mir die Königin der Bettler, ich hätte geschlafen, seit die Bettler meinen Körper gefunden hätten. Aber warum erinnere ich... Oh Mann. Finde den Eingang ins Bordell. Wo ist Madame Zhao Zhao? Ich will zum Haus der Blüten. Wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Bitte folgt mir, Sir. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Folge dem reichen Mann. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Also, wenn ihr wissen wollt, wer Madame Zhao Zhao ist, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Paxis. Tschö, tschö.